Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Ich bin's, der Black. Ich bin immer noch hier bei der Finch Farm. Und ja, ich habe offscreen mal nochmal diese Schmelze da, diese Schmiederei oder was war es denn? Diese Ironworks, ja, dieses Werk da geplündert und habe hier halt ausgerüstet, habe auch genug Beton gefunden, um eine zweite Wasserpumpe hinzustellen. Und für den Schutz habe ich auch gesorgt. Das heißt, wenn wir jetzt auf V gehen, dürfte hier eigentlich, jawohl, alles im grünen Bereich sein. Sehr gut. Oh, Händler sind auch da. Dumm nur, dass ich das ganze Zeugs jetzt irgendwann rausgehauen habe. Oh, Doc, was ist das? Hey, Doc. Sag dem Doc, was nicht stimmt. Für ein paar Kronkorken kann ich... Ah, nee, komm. Wir gehen weiter. Ich brauche nichts von dir. Dankeschön. Wir gehen... Ja. In Richtung Parsons Irrenanstalt? Ja, ich glaube, das ist der kürzere Weg. Wir gehen in Richtung Parsons Irrenanstalt. Danach können wir uns hier oben in der Makra Frischfabrik noch ein bisschen gütlich tun. Jetzt erstmal hier hin. So. Und ja, den Weg, den kennen wir, denke ich. Einfach hier entlang. Okay. Na dann mal los. Ich ziehe mal Wefflein. Strong kommt. Ah, Strong. Strong brav. Strong auf dem Weg. Strong hilft. Vielleicht irgendwann mal. Die Powerrüstung, ja, ich weiß, ich habe da eine Powerrüstung stehen. Ich habe die mit Absicht stehen lassen. Brauche die momentan nicht. Das ist eine schlechte. Und jetzt wegen dem Ding nochmal so nach Sanctuary zurück. Hatte ich jetzt auch keinen Bock zu. Deswegen halt so. Und deswegen ziehen wir jetzt voran. Wilde. Was? Warum? Da oben. Ein Gunner-Lieutenant. Na toll. Oh, ich habe noch ein Level ab, sehe ich gerade, genau. Löffel ab. Wo hauen wir den denn rein? Schatzsucher, noch mehr Kronkorken. Ne, Kronkorken brauche ich jetzt nicht wirklich. Plus 50 Schadensresistenz. Level 46. Haben wir ja mittlerweile erreicht. Ach komm, ich hau nochmal da rein. Bumm. Schade nicht. So. Ansonsten wollte ich die Waffe wechseln. Waffe, 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 Waffe. Und zwar die Laser Headshot. So, wo ist er denn? Da oben. Zeit für eine neue Welt im Commonwealth, liebe Zuhörer. In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse wurde festgestellt, dass das nette kleine Städtchen Covenant neuerdings komplett verlassen ist. Genauere Informationen Wo sind die? Da. Ja, den haben wir. Okay. Strong ist hier. Ich glaube, ich muss hier mal rüber. Ich muss da drüben mal aufräumen. Das geht so nicht. Was, Mensch? Nicht du! Dass es ihnen gut geht. Auch immer sie jetzt sind. Höre Nahkampfsubroutine aus. Eines Tages plötzlich. Oh Mann, geh weg! Die Viecher! Und was ist das jetzt? Ein Gunner Corporal! Ist das da drüben eine Gunner-Aktion da drüben? Meine Fresse, Hilfe, geh weg, du Blödduff! So, okay. Erstmal du hier. Mit einer Powerhaut greift er mich an. Aber nicht mit mir. So. Okay. Fusionszelle, Schallplatte, nukleares Material. Ich muss erstmal kurz hier. Fuck! Was war das? Okay. Ich glaube, es war ein Fehler, die Powerrüstung zurückzulassen. Ich glaube, diesen Fehler kann ich jetzt locker leicht ausgleichen. Geht ja schon wieder gut los hier. Meine Fresse. Was habe ich hier bekommen? Ja, okay, fein. Zeit für eine neue Meldung so. Aus dem nee, Powerrüstung zurück ist jetzt gerade schlecht. Ich gebe trotzdem mal weiter. Mal schauen. In der Hoffnung, dass der nicht wieder mit dem Fatman kommt, der durchkommt. Neuerdings komplett verlassen ist. Genau mit Informationen zu Frage sät. Und mit Frage sät. So, da kommt er. Okay, ich gehe mal hier auf meinen. Ballermann. Hat sich immer angehört, als würden da recht nette Leute wohnen. Also ja. Hoffe ich, dass es ihnen gut geht. Auch immer sie jetzt sind. Ja, okay. Ist er hin? Ist er hin? Ist er kaputt? Wetten, irgendwo knallt's gleich? Da knallt's. So, da ist der General Corporal. So, den haben wir auch. Splittergranate, Powerfaust, die braucht ihr nicht. Kampfrüstung robust. Ich gehe mal kurz auf R. R wie Transfer. Mal gucken, was hat denn der Feines? Linkes Bein, okay, plus 12, naja, okay. Nee. Fusionszelle, ich nehme das Zeug mal mit. Und dann. Jetzt speichere ich mal hier, bevor es Piep-Bumm macht. Da war's. Der Typ, der da, der Typ da war das. Ich hab's genau gesehen.
Guck mal, ob ich hier irgendwo... Ah, hallo, Corporal! Ja, halt, Klappe, ja, hau nicht auf mich. So, Patrone, Kampfgewehr, Harnisch. Ich guck nochmal hier rein. Okay, nee. Das da... Nee, Reichweite, nur Kampfgewehr. Mhm. Okay, nichts, was bringt großartig. So, hier, du, mein Freund, du kriegst jetzt eins in die Balle. Und noch ein und... Bäm und Bäm und Bäm, Bäm, Bäm. Okay. Kopf ist irgendwie weg. Ja. Kronkorke, Fusionszellen, Kampfrüstung, Laserpistole, Armeeuniform. Können wir lassen. Ich gehe mal kurz. Ich weiß nicht, wo sie reingeht. Ich gehe mal kurz hier speichern. Sehe sicher gleich einen Weg. Bestimmt. Muss da irgendwo hier oben drauf. Okay, ich muss drauf aufs Dach. Und ich habe keinen... Das kann kein Spiel sein. Von da hinten. Schießt er mit einer Plasmapistole? Das kann natürlich sein. Hol ich mir dann direkt mal. Bim. Ich gehe immer noch nicht ins Sichtfeld hier. So, ich muss mal was essen, sehe ich gerade. Ist jetzt noch nicht so dringend, aber es schadet nicht, wenn wir was essen, ne? Nämlich so ein Meierle-Königin-Steak. Das hat schon was. So, hopp. So, der hat gesessen. Einmal nachladen. Und nochmal, ja, auf den Kopf. Und nochmal auf den Kopf. Und nochmal auf den Kopf. Und da war der Kopf weg. So, wo schießt es jetzt? Da oben. Der schießt. Der hat geschossen. Okay. Ich glaube, hier hinten ist der Hintereingang. Dann nehmen wir eben den. Nein! Ich hab's gehört! Ich muss was essen. Nee, ich muss ein Stimpack nehmen. So. Meine Fresse, du Drecksau, du! Du warst das! Ja! Captain Bridget! Du hast mich abgeschossen! So, die habe ich tot. Ja, strong dich finden, ist gut so. So, wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte hier die Geräuschfalle rausnehmen, warum auch immer die hier ist. So, und dann wollte ich mich hier so langsam mal in dieses Lager reinschleichen und vorkämpfen. Ich bin ja ein Vorkämpfer. Komm, Strong, komm. Mensch, mehr mit Strong kämpfen müssen. Gutes Team. Ja, finde ich auch. Wir machen gut hier. Also, ich mach. Du machst nicht so viel. Mal schnell speichern. Da ist niemand. Noch jemand da? Da, ah, okay. Bing! Bing! Oh, da hat sich jemand selbst in die Luft gejagt. Ja, das tut mir jetzt aber dolle leid. Leiden und bluten! So, komm, fall um, Junge. Der hält aber auch was aus. So, da hat er den Kopf verloren. Irgendwann, nein, weggepackt, ich wollte dich looten, du doof. Strong dich finden. Ja. Sein Supermutant. Ich unaufhaltsam. Oh. Vorsicht, hier Falle sein. So, okay. Nuka-Colas nehme ich gerne mit. Schachtel Zigaretten. Red Hirschfleisch auch tönen, wie sie es auch fein im Briefkasten, sage ich. Im Kühlfach lagern. Strong dich finden und schlagen tot. Ja, Strong nicht viel Wortschatz hat. Strong gerne totschlagen und viel finden. Cool. Aber Strong nicht finden, was er finden will. So, Fusionszellen. Jagdgewehr brauchen wir nicht. Blutsack, ach komm. Ich dich da draußen. Strong langweilig sein. Ja, Strong, wir kommen. Strong jetzt kämpfen können. Strong, komm mit. Was? Wer da sein? Hier ist kein Sein. Oh, hier ist ein Toter. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was wird hier nur passiert sein? Oh oh. So, mal schauen, ob ich treffe. Oh, knapp. Hopp. Mann. Unbedingt da mal eine Granate. Oh, die hat auch nicht gesessen. Aufhören, Strong weh zu tun.
Du stell dich doch nicht da drunter, wo ich Granaten schieße. So. Schon wieder. Die hat gedressen. Juhu. Ist er noch ganz? Ah, da ist er. Gelitten hat er jedenfalls. Auch wenn es 1000 Granaten gekostet hat. Oder ein paar mehr. Aber er ist hinüber. Und der hier leidet jetzt auch an tödlicher Tod, dass er Sehnsucht. So. Ne, irgendwo muss noch einer sein. Ich habe gerade noch eine schreien hören. Die Frage ist nur, wo? Und die Frage ist weiterhin, wie kommt man da hin? Wir werden schon den Weg finden. Ja, mit Sicherheit. Strong machen. Von wo? Da. Auf wen schießen du? So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo muss ich doch da einen Weg hingeben. Ich überlege gerade, da gibt es keine Aufzugsstation. Es gibt ja gerne mal so eine Aufzugsstation. Vielleicht ist die hier unten an dem Bagger irgendwo. Kann ich den Bagger bedienen? Vielleicht eins der Kabel. Eins, zwei. Ja, ja, mal was ganz Neues, aber hätte ja auch klappen können. Wo ist er denn? Da. Hopp. Ja, da, so. Jetzt hau ich diesen. Genau. Oh, nein, da hol ich mich um. Du leck mich am Arsch. Ha, hab ich das noch gerade so gesehen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen froh. Puh. So, Mutantenhunde, Keulen. Und noch eine. So. Nimm. Kann ich wieder auffüllen. Das war knapp. Ja, ich hoffe auf dich auch. Ja, puh, geschafft. Also, jetzt müssen wir nur noch einen Weg dahin finden. Das sollte ja wohl kaum so schwer sein. Irgendwie, hoffe ich mal. Okay, es ist schwer. Aber die haben doch sicher einen Weg darüber. Also da hinten ist noch... Vielleicht da hinten rein? Mal gucken. Ich gehe mal da hinten in das Teil rein. Vielleicht gibt es da ja einen Weg nach unten oder irgendwas runter zu lassen. Weil hier überall ein Kabel lang führt. Ah, Hub City Terminal. Na immerhin, was ist das denn? Ein Kampfrüstungshelm. Den nehme ich gerne mit. Es könnte sein, dass der vielleicht mal besser wird oder ist, als der, den ich habe. So, gucken wir mal. Schrottplatzmanifest. Fusion Lea, Lone Wonder, keine Ahnung. Kransteuerung, da will ich hin. Kran, runterfahren. Kran runterfahren. Okay, na komm. Okay. Denke mal, das wird sein. Turmsteuerung. Aha, deaktivieren. So, okay. Der Kran fährt runter, wie man sieht. Sehr gut. Okay, Weg gefunden. Nun denn, lasst uns das Ziel, ja, looten, was auch immer zu looten ist. Wenn es dort oben noch was zum Looten gibt. So, wir haben hier Patronen, Kampfgewehr brauchen wir nicht. Hallo, Kleiner. Ein Gunner Corporal, Raketenwerfer. Der Typ hat uns angeballert wahrscheinlich mal. Aber ich dachte, es wäre eine Nuke-Gewehr, also eine Mini-Atombombe, die uns angeballert hat. Gute Nachrichten sind im Commonwealth. Oh, noch ein Terminal. Leute. Also ja, Strahlsteuerung, Scheinwerfersteuerung und das Schrottplastmanifest noch wieder. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die hinter vorgehaltener Hand über den Verbleib des besten Detektivs von Diamond City getuschelt haben, hab ich nicht. Kann ich euch beruhigen. Nick Valentine ist wieder in der Stadt. Guck mal, da ist ein Auto runtergeflogen. Ich suche eigentlich natürlich, wo hier diese Anführerin war. Diese Captain Bridget oder wie sie hieß. Ich bin persönlich froh, dass er wieder hier ist. Hier hinten liegt noch jemand. Einem Stück. Kronkorken, Kaliber, Fusions. Du warst der Arsch mit dem Fatman. Captain Bridget. Okay, ich gehe mal kurz auf R. Hören wir Elton Britt. Vorzustellen, dass früher mal hier, guck das an. Geigerzähler zu tragen. Plus, links, plus, und dafür kann man kein Dingens. Aber trotzdem, radioaktive Strahlung, scheiß drauf. Das nehmen wir mit. Was haben wir denn hier noch Feines? Kampfrüstung, schwer, linkes Bein, ein bisschen gegen Energieschaden, aber das will ich nicht. Bin dann normal so. Kleidung.
Ich habe doch gerade was Schönes entdeckt. So, gucken wir mal. Ja, guck mal. Plus 20 für die linke Seite. Da ist normalerweise nur 13. Jetzt ist mehr. Hihi, hihi. Die Bruderschaft hat natürlich noch ein bisschen Strahlungsresistenz, aber ja, ja, was soll's denn? Medex habe ich für... Oh, was bist du denn hier? Hallo, Herr Finch. Was machst du hier oben? Hallo. Möchtest du handeln? Oder bist du gekommen, um die größte Schrottsammlung des Commonwealth zu bewundern? Kein Interesse? Jetzt gerade nicht. Was macht der hier oben? Der doof? So, hier haben wir noch ein Terminal, ein Impro-Reparatiergewehr, Bob Ross Bester, schwarzgebrannter. Da war jemand mal in Diamond City. So, die Konservenfabrik. Geheim. Es gibt eine alte Konservenfeuerfabrik östlich von hier. Wir haben den Speer losgeschickt und verkleidet als Händler. Ein Typ, der ein paar Roboter. Wir können die Fabrik vermutlich mit minimalem Aufwand einnehmen, aber jemand mit technischen Fähigkeiten zu finden, der den Laden am Laufen hält, ist der Aufwand vermutlich nicht wert. Ich habe den Lieutenant informiert. Er soll das entscheiden. Okay. Steinbruch. Der Steinbruch im Norden ist offenbar von Raidern besetzt. Wir wissen, dass die Geschmiedeten auch in diese Richtung unterwegs sind. Es könnte also sein, dass sie dort rekrutieren oder mit den Raidern handeln. Einige Berichte, die ich erhalten habe, erwähnen, dass sie sich ein wenig eigenartig verhalten. Sie müssen weitere Beobachtungsmissionen durchführen, bevor wir handeln. Und Rivera? Unsere Speere haben mehrere interessante Orte in Rivera erkundet. Eine U-Bahn, einen Yachthafen, eine Satellitenstation und eine alte Strandpromenade. Entschuldigung. Scheinbar hat sich dort auch eine große Menge Raider eingenistet, groß genug, um eine Bedrohung zu sein, aber mit der Brücke zwischen ihnen und uns werden sie vermutlich zu keiner akuten Gefahr werden. Vorerst. Beschränken wir uns auf weitere Erkundungsmissionen. Okay. Ich trage zu viel, ich kann nicht rennen. Warum das? Ich habe noch gar nicht richtig angefangen. So, Schrotpatronen, das nehme ich mit. Und dann, wo ist denn hier? Ich hatte auch einen Helm gelootet. Kampfrüstungshelm, der hat nur 10 im Vergleich zu dem ich habe. Ja, der Scheiße. Hey, bleib mal stehen. Ich kann nämlich nicht rennen. Ja, man. Ja, ich gebe dir noch was rüber. Komm her. Ich habe auch einfach zu viele Waffen, denke ich mal. Ich musste ab und zu mal wirklich eine zu Hause lassen, wenigstens. Die Powerfaust, hier kannst du haben. 32 Geschwindigkeit Mittel. Die Splittermine kriegst du noch. Das Dönermesser. Ach komm, ich gebe es dir mal rüber. Bin eh nicht so der Nahkampftyp. Insofern passt das schon. So. Mutanten Hundekeulen, Psycho, nee, da gebe ich nichts rüber. Da gebe ich auch nichts rüber. Schrott, ja, komm, Schrott gebe ich dir genug. So, okay. Inventar, da hätten wir, was ich dir noch geben könnte. Patronen, nee, ich will Waffen. Den Baseballschläger hier, bitteschön. Molotow Cocktail könnte ich mal ein bisschen einsetzen. Habe jetzt einige Handgranaten rausgeballert. So. Postbotenuniform, dann nehmen halt die. Ach ja, und genau, den Helm wollte ich noch übergeben. Okay. Den Ring, den behalten wir natürlich. Das ist ein Ehering. Mein Ehering. Von Nate, der ja von Kellogg gekillt wurde. Fieser Kellogg. Naja, dafür haben wir Kellogg gekillt. Auch wieder gut. So, was ebenfalls gut ist, ist, dass wir das Ende dieser Folge erreicht haben. Vielleicht ist es gut, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann macht's trotzdem einfach. Ich bin daumengeil. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denn. Tschüss.